Geheimnis. Flammender als die Lichtgesänge Zoroasters, tiefer als das Schweigen des Thomas von Aquin. Meine Tochter flüstert es meinem Halbschlaf ins Ohr, die Hände zur Muschel gepresst, ihr Haar eine elektrische Aura, die mich umlodert. Ich verstehe kein Wort, während ihr Atem auf mein Trommelfell winzige, goldene Stecknadeln rieselt. Museum der schönen Ideen. Ich betrete es immer nur für Sekunden, um einen Blick zu werfen auf dieses einzelne Achselhaar der Aphrodite, das sich wie ein Zeta kräuselt, oder auf den kleinen Zehennagel des Jesuskindes in einer mittelalterlichen Miniatur. Dann fliehe ich rasch in den Innenhof, der immer still ist und kühl, um eine streng verbotene Zigarre zu schmauchen, bis mir der Rauch die Tränen in die Augen treibt.